Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich habe mir gedacht, es wird Herbst, draußen färben sich die Blätter und was kann man da eigentlich Schöneres machen als Marmelade zu kochen? Und deswegen habe ich für euch heute eine Pflaumenmarmelade mit Schuss rausgesucht. Alles, was wir dazu brauchen, ist lediglich hier unser kleiner Wunderkessel. Dann natürlich 800 Gramm Pflaumen. Ihr könnt natürlich auch Zwetschge nehmen. Wie wir alle wissen, ist das fast das gleiche. 800 Gramm Pflaumen in den Kessel und 400 Gramm Gelierzucker. Dazu 15 Gramm Orangensaft, eine halbe Vanilleschote, habe ich so Bourbon-Vanille gekauft, und eine Zimtstange. Das Ganze wird jetzt 12 Minuten im Linkslauf auf Stufe 2 gekocht. 100 Grad, das hatte ich gerade vergessen noch dazu zu sagen, das wäre vielleicht auch eine ganz wichtige Information. Zwölf Minuten gekocht und wir müssen jetzt noch die Zimtstange und auch die Vanilleschote aus dem Topf herausfischen, denn das Ganze wird jetzt noch püriert. So, das ist gar nicht so einfach, die Vanilleschote von der Schale der Pflaumen zu unterscheiden, aber die Zimtstange finde ich wahrscheinlich schneller. Ah, hier, da ist die Zimtstange. Das schmeckt aber schon gut. Klasse. Auf Stufe 5 das Ganze mixen, bis es die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Also auch mal, ich denke mal so 4, 5 Sekunden, das dürfte auf jeden Fall reichen. Das Schöne beim neuen Thermomix finde ich einfach auch, dass der Zähler erst anfängt zu zählen, wenn das Mahlwerk quasi die Geschwindigkeit erreicht hat. Ja, das reicht auf jeden Fall. Als nächstes machen wir noch 2 Schluck Grand Marnier rein oder Cointreau. Ihr könnt natürlich auch Amaretto nehmen, das geht auch. Im Rezept stand in der Tat 2 Schluck. Da gab es jetzt hier gerade so ein bisschen Diskussion, wie viel sind 2 Schluck. Ich habe jetzt mal meine 2 Schluck genommen. Es heißt ja schließlich mit Schuss und es ist meine Marmelade. Und dann vermischen wir das Ganze nochmal auf Stufe 3,5 für 10 Sekunden. Die Marmelade ist jetzt natürlich noch sehr flüssig und erreicht halt auch erst nach dem vollständigen Abkühlen die entsprechende marmeladige Konsistenz. Ich habe hier Einmachgläser heiß ausgewaschen und da gießen wir das jetzt rein. Und zwar möglichst bis zum Rand. Müsst ihr echt aufpassen, das ist kochend heiß. So, möglichst bis zum Rand voll. Deckel drauf, oh, das war ein bisschen zu voll, siehst du? Naja, deswegen haben wir ein Tuch drunter. Und dann die Diskussion, wir hatten das ja schon mal beim Chutney, das Ganze auf den Kopf zu stellen, ob man das jetzt machen muss oder nicht. Hat man ja schon mal drüber gesprochen, ich stelle es nicht auf den Kopf. Ich stelle es jetzt einfach rüber, decke aber noch ein Handtuch drüber, damit es langsam abkühlen kann. So, ich habe jetzt in der Tat von dem, was wir gerade produziert haben, hier 2 so große Einmachgläser voll bekommen. Man kann das natürlich auch mit Schraubgläsern entsprechend kleiner machen, weil das ist natürlich auch immer ein nettes Präsent. Freut man sich bestimmt, wenn man selbstgemachte Marmelade geschenkt bekommt. Das hier war so meine Gelierprobe jetzt gerade. Mir ist auch schon abgekühlt und man, die ist echt mega lecker. Also ich bin, gestehe ich ganz ehrlich, kein Marmeladenesser, aber hier ist die Mischung wirklich großartig zwischen Orange, Zimt, die Vanille schmeckt man sehr gut raus und auch den nicht allzu süßen Pflaumen. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das morgens aufs Brötchen drauf mit ein bisschen Butter drunter. Ich glaube, gibt kaum was Besseres, was wir da jetzt empfehlen können. Wahnsinn. Also unbedingt nachmachen, das kann ich euch empfehlen. Vielleicht habt ihr auch noch eigene Marmeladenrezepte. Würde mich echt interessieren, wie macht ihr das? Was für Marmelade macht ihr? Schreibt das doch in die Kommentare oder bei uns in der Community. Würde mich sehr, sehr freuen, denn wir brauchen natürlich immer jede Menge Rezepte von euch, die wir hier nachkochen können. Ich freue mich auch, wenn ihr das Video liked und natürlich den Kanal abonniert,
damit ihr immer unsere neuesten Rezepte bekommt. Bis zum nächsten Mal sage ich danke und tschüss.